Man merkt natürlich, dass die Unsicherheit groß ist, dass das Selbstvertrauen nicht da ist. Wir sprechen da natürlich auch immer viel von der Qualität, die in der Mannschaft steckt. Wenn man aber so oft und über so langen Zeitraum die Qualität nicht auf den Platz bringt, dann müssen wir uns auch fragen, ob wir wirklich überall Top-Qualität haben. Und weil wenn wir das hätten, dann hätten wir sicherlich nicht so viele schlechte Ergebnisse in Serie. Deswegen glaube ich, müssen wir Spieler in erster Linie uns selbst hinterfragen, selbst an die eigene Nase packen und ja, weiter arbeiten, weiter Gas geben. Und ich glaube, am Ende geht es auch nicht darum, dass wir irgendwie schön spielen und irgendwie über Passstaffetten und irgendwelche Ballpassagen ins Spiel kommen, sondern wir müssen alles dafür tun, um Ergebnisse zu erzielen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Und das schafft man nicht nur, wenn man sich auf Qualität verlässt. Ja, am Ende des Tages müssen wir dem Trainer vertrauen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, dass er weiß, was richtig und gut für die Mannschaft ist.